So, unser Gegner will eher anfangen, was mir sehr recht ist. Ist ja im Endeffekt, nennen wir es mal ein Kontrollmatch-up, trotz seiner 1 und 0 Drops. Der Filmsplitter ist mir sehr recht, nachdem ich ja jetzt kein einziges Target mehr im Deck habe, dass er damit tatsächlich direkt killen kann. Ich denke im Endeffekt, wenn er jetzt nicht noch sonstige Bomben im Deck hat, ist eh das einzige, gegen das ich verlieren kann, ein früher Tesserest, den ich nicht kaputt kriege, einfach weil mein Deck dafür ein bisschen zu langsam ist und er unendlich viele Jump-Blocker hat und er im Endeffekt auch jede Runde wieder einen findet. In Anbetracht meiner Hand kann ich mir gut vorstellen, dass ich den Skimmer jetzt einfach wegschieße, weil ich habe eh noch ein Artefakt-Removal und noch 15 im Deck. Und da kann er sich einfach über das Replika drüber fliegen und ich will jetzt nicht irgendwie am Anfang des Spiels gleich 100 Schaden nehmen. Deswegen denke ich, ist das ganz solide. Okay. Naja. gut. Wenn er meine Replays gesehen hat, dann ist das übrigens sogar eine sehr kluge Entscheidung. Okay. Gegen was für ein Deck spiele ich hier eigentlich? Das Replika will ich eigentlich haben gegen ihn, damit ich was hinlegen kann. Der Ogre ist, wenn man den Flame finden hat, eigentlich eh der schlechtere Ogre. Man Land darf und will ich ja nicht abwerfen. Kein Tesseret, bitte. Okay. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Replays von ihm geschaut, weil ich damit beschäftigt war, zwischen den Runden schon die Games zu konvertieren und hochzuladen und an den Stellen, wo der Ton wegen für mich unerklärlicher Aussetzer von meinem Mikrofon nicht gut ist, dann gegebenenfalls eben ein Voice-Over zu machen. Deswegen kann ich jetzt nicht einschätzen, ob er jetzt außer Tesseret noch was im Deck hat. Jetzt würde er, okay. Ja. Ein spannendes Spiel. Was ist das eigentlich für ein Deck, gegen das ich hier spiele? Naja. Ein Trikorn macht 6 Karten weg. Naja, wenn er jetzt noch ein paar legt. Wird schon fast knapp, weil es dauert noch ein bisschen, bis ich Schaden machen kann. gegen was man nicht alles spielen kann bei 2-0. Könnt ihr auch mal ein gutes Artefakt legen, dann hätte ich wenigstens was zu tun. Wenigstens hat er nur Länder, Fervor und einen Städter, das ich eh nicht brauche, gemeldet. Auch wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, wenn ich jetzt ein Land ziehe. Okay, wenn ich auf alle Fälle den Flame Fiend, dann muss ich mir nur überlegen, ob ich das Replika opfere oder nicht. Wahrscheinlich hätte ich sogar geopfert, vor allem jetzt, wo er 2 Kreaturen liegen hat, einfach weil ich ja eh so viele Shatter noch auf der Hand habe. Die einzige Spannung in dem Spiel ist doch echt, ob er jetzt den Tesseract findet oder nicht.
Oder sonst irgendeine Bombe. Also ich würde euch schon gerne irgendwie was Hochwertigeres liefern in dieser Situation, aber ich denke, die zwei Matches davor waren ja zumindest nicht uninteressant. Und ich fand auch vor allem sehr spannend, wie konfus der Draft ja noch nach dem ersten Pack aussah. Und wie wenig man zu dem Zeitpunkt eigentlich noch einschätzen konnte, ob es jetzt rot-grün, schwarz-grün, schwarz-rot oder schwarz-rot mit Grün-Splash wird. Und dafür ist es eigentlich ein. Oh Mann. Der Gegner ist, glaube ich, etwas betrunken oder sowas. Dafür ist es eigentlich ein ganz, ganz ordentliches Deck geworden. Um nicht zu sagen, ein wahnsinnig gutes Deck, wenn es gegen Infect in der Lage ist, sein Coding zu ziehen und. Oder halt ansonsten einfach gegen Decks zu spielen, die gegen die das Coding gar nicht braucht und einfach alles kaputt machen kann. Wieso überrascht mich das nicht, dass das jetzt im Deck ist? Ich würde jetzt echt gerne mal ein Land ziehen für meinen Marauder. Für meinen Flamefiend. Sehr gut. Schauen wir mal. Das kann man leider nicht turn aside. Schade. Es gibt keinen Grund, das Replika nicht einfach wegzuopfern, weil ich ja schließlich eh noch einen Shatter habe. Und die Jump Blocker los zu sein, ist auf alle Fälle super für mich, weil jetzt bin ich in der Situation, dass mir auch Tezzeret total schnuppe ist. Und ich sehe eigentlich keine Möglichkeiten mehr, wie ich das Spiel verlieren kann. Na, auch das Shriekorn kann mich in der Situation nicht reißen. Das Einzige, was jetzt noch nervig wäre, wäre irgendwie Land Corrupted Conscience auf den Flamefiend, weil ich dann nicht mehr angreifen kann, aber das Shriekorn kann ich, denke ich, ganz gut racen. Ich brauche auch nicht davor zurückzuschrecken, den Marauder rauszulegen. Weil er nicht genug Mana hat, um jetzt irgendwie ein vernünftiges Mass Removal zu machen, das mich stören würde, und selbst wenn er ihn übernimmt, kann ich mal wegschießen. Das ist einfach gelaufen hier. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder so habt, oder euch darüber lustig machen wollt, wie seltsam ich gedraftet habe, dann freue ich mich drauf, wenn ihr im Forum drauf reagiert, was ich hier so fabriziert habe. Trotzdem tot. Und ansonsten, aber eine nette Kombo mit Trikorn. Und ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Draft nächste Woche. Ja, ein nettes Deck. So. Ja, bis dann. Macht's gut.